Ich bin Dr. Marc Kronau. Ich bin Inhaber der Pferdeklinik Dr. Kronau hier in Bochum. Ich bin Fachtierarzt für Pferde, Augenheilkunde Pferde. Meine Spezialgebiete sind die Augenheilkunde, aber auch die Orthopädie und die Sportmedizin beim Pferd. Hier habe ich ein Vorderbein eines Pferdes und möchte was zum Thema Schale beim Pferd erklären. Die Schale an sich ist eigentlich eine Erkrankung der Vordergliedmaße beim Pferd. Schale an sich gibt die sogenannte Kronbeinschale, Krongelenkschale, aber in den meisten Fällen ist es eigentlich eine Krongelenkschale. Ist ein nicht fachmännischer Begriff, ist einfach ein Begriff wie der Spatt für eine Arthrose des Krongelenks. Krongelenks ist das zweite Gelenk der Gliedmaße. Wir haben unten das Hufgelenk, dann kommt das Krongelenk-Fesselgelenk. Wie gesagt, es handelt sich um eine Arthrose, die vor allem früher noch mehr vorkam, aber bei Pferden vorkommt, die schwere Rassen, also von den schweren Rassen und Pferden, die viel auf harten Boden, also eigentlich Asphalt laufen. Also das typische Kutschpferd, was auch noch schwer ist, sein ganzes Leben lang auf hartem Asphalt laufen muss, neigt im Älteren, wenn sie älter werden, schon dazu, mal eine Schale zu bekommen. Es ist halt eine Arthrose, auch hier im Detail sieht man, dieses Pferd hatte das auch ein bisschen. Es gibt diese Zubildungen, hier sieht man, bei dem Fesselbein ist der Knochen eigentlich noch schön glatt. Und hier sieht man so Zubildungen, die aufgrund einfach eines Umbauprozesses im Knochen zustande kommen, was letztendlich eine Entzündung ist. Die Entzündung des Knochens und des Gelenks tut dann dem Pferd weh. Sprich, klinisch handelt es sich dann um eine Lahmheit der Vordergliedmaße. Eine typische Stützbeinlahmheit, das heißt, die Pferde sind vor allem dann auch auf dem Zirkel oder in der Wendung deutlich lahmer als auf der Geraden und in dem Falle dann auch auf dem Innenbein und auf dem harten Boden auch viel schlechter als zum Beispiel dann auf dem weichen Boden in der Halle oder auf dem Platz. Beugeprobe auch in der Regel stark positiv. Diese Exostosen können im fortgeschrittenen Stadium auch schon so groß sein, dass man die mit der Hand erfüllen kann. Aber sonst ist eigentlich die klinische Diagnose plus das Röntgenbild eigentlich das Mittel der Wahl, um diese Exostosen und diese Umbauprozesse zu sehen. Die Schale an sich kann auch mit lokalen Injektionen eine gewisse Zeit meistens in Schach gehalten werden oder zur Ruhe gebracht werden. Spezialbeschlag mit gutem Abrollpunkt und auch einer Dämpfung hilft dem Pferd oft ganz gut. Im Endstadium ist es möglich, auch hier wie beim Spatt eine sogenannte Arthrodese zu machen. Sprich, man versteift das Krongelenk in der Form, dass man in einer Operation das Gelenk komplett eröffnet, die Gelenkflächen zerstört. Dann kommen eigentlich in der heutigen Zeit kommt hier eine Platte vorne drauf und dann bohrt man von hier hinten noch zwei große Schrauben und versteift dieses Gelenk. Wenn es dann versteift ist, was meistens dann doch auch ein halbes Jahr dauert, kommen die Pferde eigentlich sehr gut damit zurecht, weil auch hier die meiste Bewegung kommt aus dem Fesselgelenk und Hufgelenk. Und die Pferde können damit zumindest im Freizeitbereich eigentlich wieder lahmheitsfrei geritten werden.